Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Reise in die Niederlande. Wir befinden uns derzeit auf der Insel Texel und werden hier 2 Nächte verbringen. Mit unseren Fahrrädern werden wir die Insel soweit erkunden und uns dann wieder auf den Weg Richtung Festland machen. Unsere Fahrt geht dann in die Nähe von Emshaven, wo wir das Pfingstwochenende verbringen. Aber bevor es mit dem Video losgeht, zeige ich euch noch unsere bisherigen Stationen. Also dann, los geht's, viel Spaß! Ja, derzeit befinden wir uns auf der Insel Texel. Das ist hier. Ja, und hier ist unser Campingplatz, der Leuchtturm der Große. Hier kann man schön im Watt spazieren gehen. Da kann man eine wunderschöne Stadt besichtigen und auch ein lecker Eis essen. Ja, und schon geht's los. Nach unserer Ankunft auf dem Campingplatz haben wir gleich den Leuchtturm, den Großen, besichtigt. Wir befinden uns hier am nördlichen Zipfel der Insel, wo es wirklich wunderschöne Strände gibt. Am Rückweg machten wir noch bei diesem Aussichtspunkt Halt und guckten über den Deich, was denn da ist. Am heutigen Tag radeln wir kreuz und quer über die Insel und schauen uns alles Mögliche an.
Krabbenbrötchen, lecker, das zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Tja, was sagt man dazu? Auf der Einkaufsmeile in den Burg ist ordentlich was los. Wir lieben diese kleinen Orte mit diesen wundervollen Häuserfassaden. Ja, heute durchqueren wir die Niederlande ganz im Norden bis fast an die deutsche Grenze. Da haben wir was vor zu Pfingsten. Zuerst müssen wir wieder auf die Fähre, damit wir aufs Festland übersetzen. Und wieder läuft alles reibungslos, wie gewohnt. Fähre schon. Hopp, hopp, hopp.
Alles geht hier ruckzuck. Das ist wunderbar. Der Damm übers Eiselmeer, der ist viele Kilometer schnurgerade. Angekommen in Uitwitzer Meeden beziehen wir unseren Campingplatz für die nächsten 4 Tage bzw. 3 Nächte.